Moin Kieler Störche, ich freue mich heute hier zu sein und jetzt werde ich mal ein paar Fragen von den Fans beantworten, die hoffentlich gut ausfallen. Jetzt fange ich mal an. Was oder wer hat dich zu einem Wechsel nach Kiel überzeugt? Das war letzte Saison der Fabian Wohlgemuth und der Tim Walter. Einfach mit ihrem System, wie sie gespielt haben, hat sich das echt interessant angehört und habe ich so noch nie vorher gesehen. Hatte für uns Verteidiger natürlich auch, war schon sehr anspruchsvoll. Und da musste man sich schon erst dran gewöhnen, aber in den Gesprächen hat mich das vor allem überzeugt. Jetzt kommt Hand aufs Herz, sind deine Haare gefärbt? Ich glaube, so wie meine Haare aussehen, das kann nur der liebe Gott. Also so ein Mix von Grau und ein bisschen Braun noch, das kann man glaube ich nicht färben. Von daher muss ich die Frage mit Nein beantworten. Laut Emma hast du die schönsten Haare aus dem Team. Bist du der gleichen Meinung oder wen würdest du wählen? Ich glaube da, also bei Emmas Frage ging es glaube ich um die Frisur und da ihr seht, dass ich eigentlich keine spezielle Frisur habe, konnte ich nicht genau nachvollziehen, warum Emma mich genommen hat, aber wir haben auch keine irgendwie ausgefallenen Frisuren in der Mannschaft. Das sind alles relativ normale Kurzhaarfrisuren, bis auf der Dominik Reimann. Der schlägt die immer schön nach hinten und das hat sich so in den letzten anderthalb Jahren bei ihm so ist das so gewachsen. Und deswegen glaube ich, dass es bei ihm noch besser wird, aber bis jetzt eigentlich so am auffälligsten in der Mannschaft ist. Momentan spielen sie einen stabilen Stiefel. Wie motivieren sie sich nach Fehlern, wie zum Beispiel gegen Fürth in der letzten Saison? Ich glaube, nach Fehlern ist es eigentlich am einfachsten, sich zu motivieren, weil man einfach den Fehler wieder korrigieren möchte und für sich selbst wieder ein gutes Gefühl haben möchte, weil nach Fehlern hat jeder Spieler, glaube ich, nach dem Spiel einfach ein schlechtes Gefühl und das motiviert dann eigentlich am meisten, das im nächsten Spiel wieder besser zu machen. Nachdem es letzte Saison eher gemischt für dich lief, spielst du dieses Jahr deutlich mehr. Passt du in das System von Ole Werner besser rein? Ich glaube, dass da einfach meine Qualitäten mehr zum Tragen kommen. Ich bin eher ein Passspieler, nicht so der Dribbler und in dem System vorher war es halt viel mit Ball laufen und jetzt ist es halt die Räume sehen und anspielen. Und ich glaube einfach, dass das mir mehr zugute kommt. Moin, was findest du schöner, Meer oder Berge? Ich finde beide schön. Ich finde, im Winter sind es die Berge und im Sommer ist das Meer. Aber ich muss sagen, seitdem ich hier bin, habe ich das Meer echt schätzen gelernt und deswegen ist es, seitdem ich hier jetzt anderthalb Jahre wohne, jetzt mittlerweile schon eher das Meer als die Berge. Gibt es einen Unterschied zwischen dem Fußball in der niederländischen Eredivisie oder dem deutschen Profifußball? Die gibt es auf jeden Fall. Jetzt kann man natürlich Ajax Amsterdam als Vorbild nehmen. Die machen natürlich jetzt extrem gut und sind auch europaweit einer der besten Mannschaften. Aber so wie die spielen, ist die Ehrendivisie schon ein bisschen angelegt, sehr technisch versiert, viel auf Ball halten, Ballbesitz. Nicht so viel dieses Konterspiel und lange Bälle, aber ich finde auch im deutschen Fußball gibt es große Unterschiede zwischen zum Beispiel der ersten Liga und der zweiten Liga. Von daher kann man das nie so genau sagen, ob das jetzt am Land liegt und an der Liga, sondern es werden einfach überall, auch innerhalb eines Landes, verschiedene Spiele gespielt. Welches war dein schönstes Tor? Das habe ich gegen Ajax Amsterdam geschossen. Mit dem Fuß und ich habe vorher noch kein Tor mit dem Fuß geschossen, von daher außerhalb des 16ers. Von daher war das für mich das schönste Tor meiner Karriere bis jetzt. Welches Spiel wird dir immer in Erinnerung bleiben? Das ist auch einfach, das ist das Spiel gegen AZ Alkmaar mit Twente zu Hause. Da bin ich nach einer längeren Krankheitsphase in der 75. Minute eingewechselt worden und habe noch zwei Tore geschossen als Linksverteidiger. Und wie die Fans mich da unterstützt haben und sich gefreut haben für mich, das war einzigartig und ich glaube, dieses Gefühl werde ich so im Fußball nicht mehr erleben, weil es einfach eine sehr, sehr besondere Situation für mich war. Moin, wer in der Mannschaft hat die witzigste Lache? Also ich muss sagen, ich habe eine laute Lache. Ich weiß nicht, ob die witzig ist. Ich glaube, die ist eher störend. Sonst witzig.
Eine witzige gibt es nicht. Es gibt ein paar besondere, aber ich muss jetzt sagen, irgendwie eine sehr, sehr hohe oder dunkle haben wir jetzt nicht mehr. Wer ist der DJ in der Kabine? Also das ist eigentlich immer unterschiedlich. An Spieltagen ist Dominik Schmidt, der uns da immer einheizt für die Spiele. Aber unter der Woche in der Kabine wechselt sich das immer mal ab. Da ist auch gerne mal Ignoski am Start mit seiner Hausmusik. Aber das ist dann eher die Rausschmeißermusik, sodass die meisten Spieler schnell wieder aus der Kabine rausgehen und nach Hause gehen. Also da favorisieren wir schon eher den Dominik Schmidt vor den Spielen. Mit wem verstehst du dich in der Mannschaftszeit am besten? Also ich muss sagen, bei uns in der Mannschaft verstehen sich eigentlich alle sehr, sehr gut. Ja, ich mache viel mit Johannes Vandenberg, aber ich mache auch unter der Woche mit anderen Leuten was. Also bei uns ist es echt sehr ausgeglichen. Es gibt nicht diese typische Grüppchenbildung, die man vielleicht vorher in seiner Karriere schon mal miterlebt hat, sondern es wechselt immer wieder, aber ja, am häufigsten mache ich was mit Johannes. Welche Position ist lieber? Zentral, defensives Mittelfeld oder Innenverteidiger? Ja, ist ganz klar die Innenverteidigerposition. Im defensiven Mittelfeld bin ich eher der Spieler, der verteidigt und nicht so in den Ball kommt. Und als Innenverteidiger habe ich einfach mehrere Qualitäten, die ich da einbringen kann. Und ja, da fühle ich mich einfach auch wohler. Ja, das war's schon. Sehr interessante Fragen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar gute Antworten dazu geben. Ich freue mich aufs Spielen am Samstag und bis dahin, Kiel Ahoi.